Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, Mario Wonder ist so gut wie vorbei. Da kommt nur noch ein zweiter Teil von der Spezialwelt am 23.09. raus. Wenn ich alles noch zeitlich schaffe. Und deswegen ist jetzt wieder Pikmin Time. Alle Projekte werden nacheinander abgeschlossen. Eventuell auch ein paar neue Projekte dazwischen. Zum Beispiel startet dann ab 23. oder 24.09. Disney mit Epic auf meinem Twitch-Kanal, was ich dann hier nachträglich direkt als ein Part hochlade, ohne zu schneiden. Könnt ihr aussuchen, wie weit ihr schaut, wann ihr weiterschauen möchtet und so weiter und so fort. Und ich würde jetzt mal sagen, mit Nachtquests sind wir aktuell alle durch. Wir haben niemanden, den wir retten müssen. Habe ich vielleicht noch Nebenaufgaben zum Abgeben? Erstmal mich wieder mit der Steuerung hier zusammenfinden. Mission, Nebenmissionen, da fehlen mir... Ich glaube, ich habe aktuell nichts zum Abgeben. Nein, habe ich nicht. Nur würde ich mal sagen, geht's in die nächste Welt, ne? Die Beagle ist startbereit. Jetzt brauchen wir nur noch Zielkoordinaten. Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Genau, wir haben drei Gebiete schon komplett auf 100% abgeschlossen. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir ins Heldenversteck. 86 Schätze gibt's. Zwiebeln unbekannt und Geritte sind unbekannt. Okay. Die Chancen sind groß, dass wir Captain Olimar dort finden. Also halte beim Erkunden die Augen offen. Auf zum Heldenversteck. Damit ich das Spiel auch mal irgendwann mal durchgehe. Verlässt deine Höhle, ist an der Oberfläche nur ein Sechstel der Zeit vergangen, die du in der Höhle verbracht hast. Ui, nur ein Sechstel der Zeit. Eigentlich möchte ich zuerst immer nach den Zwiebeln suchen, wenn das geht. Aber 86 Schätze, das wird immer mehr. Hier sind wir also. Prolog. Halleluja. Und das ist deine Tomate im Waschbecken. Sieht das so schön aus. Ui. Colin hier. Meine Daten zufolge befindet euch nun innerhalb des Bauwerks. Wenn ich mir eure Position ansehe, bin ich mir sicher, dass wir recht hatten. Captain Olimar war ebenfalls hier. Ich habe einen Logbucheintrag mit exakt den Koordinaten gefunden, an denen ihr euch nun aufhaltet. Unbekanntes Gebiet. Die Reparatur der Dolphin rückt in greifbarer Nähe. Die verbleibenden Teile müssen sich in dem riesigen Bauwerk befinden, das ich jetzt zum ersten Mal sehe. Mir scheint, dass dort ganz eigene Regeln gelten. Ich sollte beim Erkunden sehr vorsichtig sein. Und wir haben noch weitere überraschende Neuigkeiten. Das Raumschiff, das wir in der Nähe des Basiscamps gefunden haben, gehört Captain Olimar. Nachdem wir die Flugdaten analysiert hatten, konnten wir bestätigen, dass es von Hocketage stammt. Und das bedeutet, dass wir nun Captain Olimars Fährte folgen können. Vor eurem Aufbruch habe ich Ocean alle Fährten aufnehmen lassen, die auf dem Schiff zu finden waren. Also Ocean, Soul Hunter, findet Olimar. Erstmal hole ich meinen Pikmin raus hier. Hier haben wir noch keine Zwiebel, deswegen würde ich mal sagen. Nehmen wir mal hier 20 raus. Ich kann ja nur drei Arten. Warte. Da steht ja sogar Empfehlung. Also wir brauchen gelbe Pikmin. Ice Pikmin. Ich brauche... Nein! Oh Mensch! Nein! So, dann hole ich
hier noch den Rest. So. Ab, komm. Aufstehen. So, dann schauen wir nochmal. Vielleicht kriegen wir hier ja auch mal eine Zwiebel. Liebes bisschen. Hallöchen. Ui. So, kann einer zurücktragen und der Rest kommt mit. Wir haben hier direkt einen Schatz. Mir scheint irgendwie nichts zu bringen. Wo ist der Flugpigments? Ihr kommt mal wieder mit. Und auch nicht dran. Warte, ihr Gelben, ihr fliegt doch besonders hoch, ne? Oh, Jane, kannst du vielleicht... Ich bin verwirrt, wie komme ich denn da bitte schon ran? Naja. Oh, hier ist eine Höhle, glaube ich. Das ist einfach nur ein Abflussrock. Guck mal, der hat so ein Fähnchenschwanzchen. Wie süß ist der denn? Da, seht nur. Das ist der Hund, den dieser Laubling dabei hatte. Sieht so aus, als wäre er im Moment allein. Ich werde mal nachsehen, was im Logbuch zu diesem Hund steht. Moos, die Wachhündin. Moos bewacht den Zugang zum Unterstumpf, während ich mich ausruhe. Außerdem sammelt sie Pigmen, auch wenn mir unklar ist, wo sie findet. Wie dem auch sei, ich habe großes Glück, dass mir Moos in meiner schwierigen Lage zur Seite steht. Olimar. Also wenn dies die Hündin Moos ist, die im Logbuch erwähnt wird, dann ist dieser Laubling. Captain Olimar. Das sind mir ein bisschen zu viele auf einmal. Nein, 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 nein. Hat gerade einer meine Pikmin getötet? Dieser Hund empfiehlt Pikmin? Ich weiß nicht, was er mit ihm vorhat. Doch wir müssen alle zurückkommen, die er sich schnappt. Okay. Ja, und wie holt man die zurück? Los, geht hinein. Nein, ich habe Pickel, nein. Nein, nein, der Arsch. Ich muss mir wissen, du Arsch.
Oh, das geht jetzt. Achso. Warte. Auf die Weggepullen. Und hier ist noch einer. Aua. Auf die Weggepullen. Denkt alle mal. Hier ist noch was. Ich möchte noch was probieren dabei. Vielleicht bin ich so. Ist alles weg? Ja, wunderschön. Ach, hier ist noch was. So, dann einmal hier. Oh nein, der Hund generiert sich. So, ihr könnt das sehr wegräumen. Wunderschön. So, und du kommst mit. Und dann schauen wir uns hier nochmal etwas um. Schatz eingesammelt, das ist gut. Ich brauche Elektro-Dinger. Oh Gott, wie war es nochmal mit? Oh, Karacho. Nein, was mache ich? Oh ne, was mache ich? Oh, Scheinklasse. Warte, muss ich vielleicht so und so und. Ich habe die ganze Steuerung vergessen. Vielleicht hätte ich erstmal gucken sollen, wie die ganze Steuerung geht. Ich muss schon mal die ab, die ich oben habe.
Weiß auch gar nicht, wie ich dort an den Schatz komme. Brauche ich dafür Flugpigments? Ich muss erstmal warten, bis die alle kommen. Und dann versuche ich das mal mit Flugpigments. Mal weg. Hier kommt mal alle raus. Warte, ihr könnt das ja mal wegtragen. Noch mal eine Steuerung, Tastenbelegung, Sprinten, X gedrückt halten. Ah ja, so war das also. Okay, dann habe ich das auch gelernt. Ist so lange her, es muss mich erstmal mit der Steuerung zurechtfinden. Ich hoffe, das ist mir verziehen. Sammelkartenleidenschaft. Aber kann ich darüber springen? Aber ich komme auch von da hin. So, und ich habe ja auch gesehen, da unten sind mehr Elektrohunde. Deswegen würde ich mal sagen. Hol ich mal hier alle raus, was geht. Hat ja wunderbar funktioniert. Gott, der Hund generiert sich aber ganz schön schnell. Da oben ist schon mal eine Höhle? Eine Wortfindungsstörung. Eine Höhle. Kann ich den eigentlich so auch wieder angreifen? So kommen wir eventuell auch rüber. Dann macht das Sinn, dass wir hier unten dann unsere Sachen aufleuchten. Lieber nicht. Könnt ihr mal so wunderschön. Wer bist du denn?
No safe for mit. So, er kommt da mit. Fünfzig sind noch unterwegs. Hallo? Bin ich hier? Ah, okay. Könnte ich... Ja, könnte ich also diese Samen sammeln gehen? Okay. Gut. Jetzt nicht wirklich viel erreicht, ne? Sieht so aus, als könnte man dahinter. Ah, da oben. Das heißt, ich möchte maximal so circa 40 bis 60 Minuten aufnehmen, wenn ein Tag 20 Minuten dauert dann. Machen wir einfach 2 Tage, dann haben wir immer so 45 Minuten Content. Läuft. Boah, nur 2%. Das ist, glaube ich, einer der längsten. Super. Hallo Diego, wie geht es dir? Wieder ganz der Alte? Oh, ja, ja, fällt mir ein Turnschuh. Oh, was, warum habe ich das gesagt? Sie muss mich für einen Trottel halten. Amen. Wirklich? Das freut mich zu hören. Dann bist du jetzt sicher bereit, Soul Hunter zu unterstützen. Also, ich weiß ja nicht. Bin noch nicht 100% wieder fit, glaube ich. Grünschnabel helfen? Ernsthaft? Ey. Finde ich jetzt nicht nett. Kannst du ja nicht. Tag 29. Mann, wir sind so lange auf dieser Insel hier. Planeten gestrandet. Dass wir schon Tag 29 haben. Nee, ich möchte gerne weiter aufbrechen. Nee, das ist noch, können wir schon alles erkunden. Am liebsten würde ich jetzt erstmal sagen, Ocean, such mir eine Zwiebel. Damit ich auch meine anderen Pigments aufwerten kann. Schätze, Halleluja. Dieses Gebiet auf 100% zu kriegen, das dauert ewig. Ulmas Familie muss sich Sorgen machen, ja, definitiv. So,
Davon haben wir nur noch 6. Mich man. Ah, von da oben kommt man dann dort. Okay, I see. Vielleicht kann ich auch einfach so runterrammeln. Wo ist das? Da ist es. Naja, komm. Dann könnt ihr hier mal schön Aufsammlung gehen. Es sollte auch nichts passieren, wenn ich es so habe. Dann können wir mal hier erkunden. Nein. Aber das ist an den Pikmin gestorben. Oh, warum nicht? Ah, ich lieb's. Sind auch noch Stoffe. Wie alle Barschen dort bleiben, das finde ich super. Genau, 7 helfen dort oben. Jetzt erstmal. So. Oh, ein GTA-Modul. Wunderschön, kommt mit. Kann ich das Brotchen vielleicht zerstören? Nö, kann ich nicht. Und ich erstmal hier wieder raus. So, wo war das nochmal die eine Wand? Und ist nichts mehr. Also. Und guck mal, da oben ist auch noch so ein Schatz. Und so komm mal dran, okay. So, dann warten wir jetzt einfach mal. Ey! Da hinten!
Toll, ich stand da meine Pickelinien. Oh. Hau drauf. Da einfach meine Packness geklappt werden und ich einfach unterwegs war. Einfach nicht aufpassen. Ich werde die Hälfte der Zeit wieder um. Ich werde nicht mehr. Da jetzt. Okay. Also ich muss definitiv nur noch mit rumreisen. Alles andere ist. Ich möchte meine Pigments nicht geklaut haben. Da ist jetzt nichts mehr. Hier komme ich nur so hoch. Oh Gott. Wunderschön. Das ist auch eine Höhle. Dann gehen wir doch mal hin. Olimar, Höhle der Doppelgänger. Immer wenn ich Muss hier nach etwas suchen lasse, hört sie mich in die Irre. Es muss hier eine Kreatur geben, die einen Geruch abgibt, der nicht nur Muss und die Pigment verwirrt, sondern auch meine Sensoren. Ein Ökosystem, das auf der Täuschung basiert. Okay. 16 Schätze. Okay, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Wir wissen ja jetzt, wie man hier hochkommt. Nee. Komm her. Willst du eigentlich da hochkommen? So, Ochin, dann such doch mal bitte nach Zwiebel. Ah, hier, okay.
Dann warten wir hier auch mal. Am besten renne ich mal hinterher, da weiß mein Hund wieder zum Leben wird. Warte mal, ihr kommt jetzt einfach mit. Ich glaube, ich habe jetzt genug von diesem Spray. Wo sehe ich denn jetzt meine Tasche? Scheiße. Einen Tag wieder verschwendet. Aber ich habe jetzt alle bei mir. So, dann kann noch mal unser lieber Pochin wieder nach. Let's be besuchen. Sitzt jetzt auch ein Schatz. Hast du Mönker? Oh. Mann, ich hätte das gemacht. Gut, ich glaube, der regeneriert sich weiter, deswegen. Und ihr wartet hier, dann rennt ihr wieder zurück. Wenn ihr wartet, ja. So, dann. Weiter nach der Zwiebel. Aber ich bin jetzt wieder da hoch. Ich komm da gar nicht hoch. Ach, jetzt. Ach, wie ist das denn? Das scheint aber nichts zu sein. Da ist noch ein Schatz. Das kann ich zerbrechen. Ja, schon mal ein Schatz, aber das kriege ich nicht mehr hin. Müssen wir in der nächsten Folge aufsuchen.
So viel haben wir jetzt nicht geschafft, würde ich mal sagen. Obwohl, wir haben einen Eingang zu einer Höhle entdeckt. So 16 Schätzen auf uns dauern. Das wird in der nächsten Folge unsere Hauptmission sein. Das heißt, nächste Folge wird eine Überlänge. Ich muss gucken, wie ich an die Zwiebel komme. Weil die Fährte hört da auf. Naja, ich bin gespannt. Nein, 3%. Und ist nur ein Pikmin gestorben. Das ist auch schon mal ein Ansatz. Ich möchte gar nicht meine Statistik wissen, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Chefin, du hast doch persönlich Bernhard für Rettungskur rekrutiert, nicht wahr? Oder, Entschuldigung. Stimmt, vor einigen Jahren wollte ich beim interstellaren Postamt ein Päckchen aufgeben. Und da sagte eine Stimme, ich kann dieses Päckchen schneller als jeder andere ausliefern. Fandest du nicht, dass das etwas merkwürdig war? Ja, schon. Aber er hat dann mein Päckchen 2 Tage schneller ausgeliefert, als die anderen normalerweise brauchen. Unsere vorherige Pilotin war gerade in den Ruhestand gegangen, also habe ich ihm eine Chance gegeben. Und das war auch gut so. Besser wäre es, wenn er manchmal etwas leiser reden würde. Ach, Colin. Lass dir viele, viele Pikmin wachsen. Sammle 8 Knuckknollen. Sammle alle musikalischen Schätze. 10 von 13, das haben wir auch schon bald. Rettungsmission, Tag 13. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, speichere ich. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pikmin 4. Bis dahin, tüdelü.